So, da bin ich wieder. Ehre sei dem Apparat. Willkommen in den geweihten Gängen der großen Hüttenstadt. Ich bin Osuris, der Chefingenieur. Ich diene den großen Maschinen, den wahren Herrschern von Coruscant. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Osuris. Okay. Es tut immer gut, andere biologische Untertanen hier unten zu sehen. Diese Maschinen sind die lebenswichtigen Organe des Planeten. Biologische wie wir sind bloß Parasiten, abhängig von der unendlichen Energie der Großen. Doch Zwietracht herrscht zwischen den edlen Meistern. Die Stationären gewähren den biologischen Unterhalt, doch die Mobilen wollen unsere Art vernichten. Was sind Stationäre und Mobile? Die Stationären sind industrielle Giganten, Schöpfer. Die Mobilen, einige nennen sie Droiden, sind Arbeiter. Ihr müsst verstehen, einer der Stationären, Thermoschub, erleidet große Schmerzen. Er schmilzt, doch die Mobilen lassen mich ihm nicht helfen. Wenn er stirbt, sterben tausende Biologische an der Oberfläche mit ihm. Seine Energie wird freigesetzt. Meint ihr eine Art Explosion, ein Strahlungsleck? Beides. Thermoschub stirbt einen zornigen Tod. Ihr seid auch nur biologisch, aber könntet ihr mir vielleicht helfen, Thermoschub zu retten? Ihr müsstet die Kontrollventile an seinem Stahlskelett lösen. Tut das und alles rückt wieder ins Lot. Ich schätze, das wäre ein Dienst an der Republik. Ja, ein guter Dienst an den großen Maschinen und den biologischen. Ihr würdet dem ganzen Planeten dienen. Thermoschub lebt tiefer in der Hüttenstadt. Ihr werdet ihn gleich erkennen. Er ist ein atemberaubender Anblick. Aha. Na dann, werden wir das mal machen müssen. Unsere Proben werden noch wochenlang nach Abwasser und Ruinenöl stinken. Gut. Seite noch was aufdecken. Kohleboden. Wo? Da oben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Noch ein Job in Ordnung? Es sieht so ganz danach aus. Ich muss da. Ach du Scheiße, wie komme ich da hin? Von hier nicht. Ich muss hier lang. Ich muss da lang.
irgendwie hier hoch. Wie komme ich denn da hoch? Was? Keine Sorge. Von unten greift sie mich an. Bleibt ihr mal bitte hier. Okay, hier muss ich dann irgendwo hochkommen. Was ist das denn? Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich hoch muss. Ein bitte. Mann! Mann! Was? Rechts aber! Alter! Ey! Oh, Kira, du nervst gerade! Druide, geh farm! Kann ich nicht Kira fortschicken? Ich bin weg. Ey, die nervt, die springt mir hier im Wege rum. Ach du Heimatland, ey. Mhm. Ich schwimme jetzt. Gekämpft? Gegen Ockin, schwimme jetzt Zolokron. Achso. Ich renne gerade über die halbe Map zurück. Ich muss halt nur gucken, dass ich auch richtig renne.
hier lang. Da drauf. Hier drauf. Oh, ich hör's schon. Da drüben ist es! Ein schwarzes! Matrix-Splitter. Matrix-Splitter gesammelt. Ach, das ist für den Jedi-Tempel, da braucht man die Dinger. Wie komme ich jetzt hier runter? Scheiße. Tot. Da war der Enki tot. Runtergefallen, oder? Ja. Aber genau beim Matrix-Splitter. Also beim Holocron, geil. Aber noch geöffnet vorher, oder musst du jetzt ja, alles von vorne machen? Ich hab's geöffnet vorher. Das wäre geil gewesen. Für dich vielleicht. Ja, für dich. Ja, für dich ist Jump'n'Runs zu machen, die du nicht magst. Naja. Ich glaube nicht so, dass das amüsant wäre. Außer man hat Langeweile. Trotzdem hättest du dich totgelacht. Nö, noch einmal nicht, noch ein zweites Mal vielleicht. Und nach dem dritten Mal erst recht. Weil dass man irgendwann runterfällt, ist ja ganz normal. Wenn das häufiger passiert ist. Marilit habe ich bekommen von dem. Kira, es wird Zeit, dass du wieder auftauchst. Ja, ja, das war ich. Hier kommen wir erstmal wieder zur Kurve. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Muss jetzt auch wieder gehen. Muss bei Chichi Justin, auch wenn schon 5 Minuten her ist. Ciao, ciao.
Yay, hier war ich doch schon nochmal. Kira ja auch auf Schaden einstellen. So. Ja. Okay, mit der geht das echt ruckzuck. Was gibt's denn hier hinten? Anklicken. Hier gibt es einfach gar nichts. Wow. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Coruscant, Vater. Der Planetenfänger wird in wenigen Minuten positioniert. Der Republik bleibt keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Du kehrst zu mir als Held des Imperiums zurück, mein Sohn. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Was denn, Tarnis? Hat der Plan etwa eine Lücke? Was für eine Schande. Seid ihr hier, um zu sterben, Jedi? Tut das nicht, Tarnis. Ihr könnt euch immer noch ergeben. Vergebt mir, dass ich euch dieses Angebot nicht ebenso machen kann. Lenke deinen Zorn, mein Sohn. Lass dir von diesem Jedi nicht den Moment deines Triumphs rauben. Dein Blut fließt durch meine Adern, Vater. Ich kann nicht versagen. Attacke! Ja, mit Kira geht das echt schnell, wenn dir Schaden eingestellt ist.
Keine Sorge. Abschaum! Ihr habt meinen Sohn getötet! Dafür wird er sterben, Meister. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ihr habt keine Ahnung, was ihr angerichtet habt, Jedi. Ihr könnt euch an keinem Ort der Galaxis vor meinem Zorn verstecken. Ich fürchte euch nicht. Kommt ruhig her, wann immer ihr wollt. Ich werde euer Volk unvorstellbare Qualen erleiden lassen. Milliarden werden euretwegen sterben. Wir kontrollieren bereits eure geheimen Waffeneinrichtungen. All diese Macht gehört nun uns. Ich werde den Tod meines Sohnes an der gesamten Republik rächen. Und ihr werdet euch vor mir verneigen, ehe ich euch sterben lasse. Ich sehe, wo euer Sohn sein übermäßiges Selbstvertrauen her hatte. Ihr werdet ebenso sterben wie er. Mein Hass macht mich stärker, als ihr jemals erahnen könnt. Sagt euren armseligen Meistern, dass Darth Angral zurück ist. Dieses Mal wird es kein Mitleid geben. Was für ein Charmeur. Ich vermisse ihn jetzt schon. Der Planetenfänger ist offiziell Schrott. Sieht so aus, als hätten wir Coruscant gerettet. Ja, ist einer deiner Gefährten. Kannst du da austauschen gegen den Druiden? Sie ist aber besser als der Druide, leider. Du kannst den Druiden, glaube ich, auch aufrüsten, ne? Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Kira. So sehr ich diese giftigen Ruinen auch mag, vielleicht sollten wir zurück zum Senatsgebäude. So, sonst gab's hier nichts. Schwert einmal wegstecken. Jetzt muss ich noch Störfall machen. Sind hier nicht erlaubt. Lol, wo bin ich denn im Jedi-Tempel? Du musst bedenken, dass du da. Ellie, wie? Wo bist du im Jedi-Tempel? Du bist im Jedi-Tempel. Ja. Das ist aber. Du weißt, dass das nicht der Jedi-Tempel ist, den du sonst kennst. Der wird später woanders erbaut. Das ist der alte. Ach, das ist mir schon klar, Dagor. Ich guck nur grad, wo ich hier bin.
Ich war ja hier schon wegen der Nebenquest. Jetzt muss ich ja wegen der Hauptquest hierher. Hier, wo ich jetzt bin, war ich eben noch nicht und wusste, dass es hier hingeht. Ohne Quest hätte ich schon was zu machen. Geht da ein Weg weiter. Oh, Lootkiste. Was drin? Blauer Kristall, Sprengstoff, wow. Okay, hier muss es doch irgendwas Geiles geben. Da ist eine Pflanze, da ist ein Sith-Schüler. Mit der Pflanze kann ich nichts anfangen. Erfordert Bioanalyse. Was ist das denn? Bioanalyse ist mein Fachgebiet. Ära-Alarm-Kristallformation erfordert Archäologie. Ja, da musst du Pflanzen sammeln, die du unterwegs findest. Ja, genau. So schnell stirbt niemand. Das ist wieder so ein geil. Dabei gehabt. Okay, ach, kein Transportmittel verfügbar, schön. Hier irgendwie. Hier muss es doch irgendwas geben. Außer ein scheiß Kristall, eine Blume und Blutkiste. Weißt du, wie scheiße viel das ist? Ja, ich könnte davon nur die Lootkiste aufmachen. Ach, der Kristall war auch was zum Sammeln, oder wie? Ja, für Archäologie, hast du doch gesagt. Okay. Aber weiter höher komme ich nicht. Schade. Aber interessant, dass es hier noch 20 Stockwerke gibt. Da ist auch noch was. Archäologie. Episches Lichtschwert wäre jetzt geil gewesen, ja. Oder wenigstens wieder ein Holochron. Ich weiß gar nicht, wie viele es maximal auf dem Planeten gibt, aber du bist nah am Maximum auf jeden Fall dran. Es sind schon krass viele. Hier geht's tatsächlich noch weiter. Das ist ein Holochron, willst du mich verarschen? Orange-rotes. Oh Gott. Attribute verbessern. Beherrschungsattribut. Beherrschung plus 2. Das habe ich heute schon insgesamt plus 4 gemacht. So, nächstes Problem. Okay, ich habe alle Holochrone eingesammelt. Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen.
Ui, nein! Oh nein! Was? Gestorben dabei? Ja. Oder überlebt? Ja, gestorben. Ich bin aus der zweiten Etage vom Jedi-Tempel runtergefallen. Aber hey, jetzt kann ich hier die Nebenquest noch machen. Ne, warte mal, ich bin am Jedi-Tempel-Eingang. Hey, hier will ich gar nicht hin. Oh, nee. Ich bin wieder dahin. Willkommen. Bitte wählen Sie eine Führbare Reise. Das Störfall dort. Jetzt schon am Schwächeln. Denkst du, ich hab Bock jetzt nochmal durch den ganzen Scheiß Untergrund da zu rennen? Schon sowas wie machen müssen, weil ich irgendwas vergessen hab. Ich bin aber nicht du. Scheiß fucking Weg wieder rennen, ey. Aus, ihr kriegt mich nicht. Stopp. Keine Deins hat Wert 32, das hat Wert 42, 69 Rüstung, 48, 12 Beherrschung, 5 Ausdauer, 12 Beherrschung, 12 Ausdauer. Hä, ich kann ihn nicht modifizieren? Ein Schwert kannst du nicht modifizieren? Nein, Ausrüstung will ich dir geben. Also. Die Ausrüstung des Gefährten nicht modifizieren. Hä? Oder muss ich dazu warten, bis ich auf dem Raumschiff bin? Ich heb das mal auf.
kann ja nicht sein. Sehr gut. Sprich mit Osiris. Geradeaus, dann links, dann rechts. Thank you.
habe eure Rückkehr erwartet. Ich bangte um das Schicksal meines Herrn. Ich hörte, wie seine Schreie verstummten. Sagt mir, dass ihr ihn gerettet habt. Sagt mir, dass Thermoschub weiterleben wird. Ich habe den Auftrag wie gewünscht ausgeführt. Lobe den Schöpfer. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn Thermoschub gestorben wäre. Die Maschinen haben mir viele verblüffende Geschenke gegeben. Nehmt das hier. Möge es euch dienen, wie ihr Thermoschub gedient habt. Besten Dank. Ich muss jetzt zu meinen Pflichten zurückkehren. Die großen Maschinen brauchen mich und ich diene mit Stolz. Gelobt seid ihr und gelobt seien die großen Maschinen. Keine Sorge. Reliquie für den Sturm, Fokusvogel. Ist alles scheißegal, weil alles below ist. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Wenn ich Spice hätte, hättet ihr es doch gefunden. Da bin ich mir nicht sicher. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Spice, die da fliegt, nicht gleich bei einer Eintracht. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Nein! Okay, es ist wahr. Ich hab gedealt. Aber ich verschwinde. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Das ist gut. Und sag es deinen Freunden weiter. Kein Spice im Justicar-Gebiet. Gut, oder? Kaputt oder warum stellst du sie? Ja, es kam nur bei mir anders an. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um.
dann aus? Naja. Aus. Nee. Auf der aus. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Seht, was euch gefällt? Gebt mir ein Zeichen. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Oh, das sieht viel besser aus. Damit konnte niemand rechnen, Meisterin Satil. Nicht einmal der Hohe Rat der Jedi. Wir haben es seit Wochen gespürt, General. Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, dieses Desaster zu verhindern. Da ist er, der Held von Coruscant. Willkommen zurück, mein Junge. Coruscant ist sicher, aber ich musste den Planetenfänger zerstören und Tarnis töten. Ja, das haben wir gehört. Wir wissen auch, dass Tarnis Darth Angrals Sohn war. Die Kommkanäle der Republik werden seither mit Drohungen und Racheschwüren von diesem Irren überschwemmt. Jetzt hör doch mal aus. Hat einer von euch diesem Mann jemals gegenübergestanden? Ich kenne ihn nicht. Darth Angral persönlich hat die Truppen angeführt, die Coruscant im letzten Krieg geplündert haben. Er war wütend, als der Imperator das Abkommen unterzeichnet hat. Sieht so aus, als wäre er zurück, um zu beenden, was er begonnen hat. Das Imperium hat sich öffentlich von Darth Angrals Taten distanziert. Angeblich ist er abtrünnig. Es ist eine Lüge, aber der Senat weigert sich, eine militärische Antwort zu bewilligen. Aus gutem Grund. Weder die Republik noch die Jedi sind auf einen weiteren Krieg vorbereitet. Wir würden verlieren. Milliarden würden sterben. Und wenn der Feind unsere eigenen Waffen gegen uns richtet, werden Milliarden sterben. Tarnis hat Informationen über unsere streng geheimen Projekte an seinen Vater übermittelt. Wir haben die Übertragung zum Planeten Ord Mantell zurückverfolgt. Darth Angral muss dort eine Basis haben. Ihr müsst sie für mich finden. Wenn wir ihn in seinem Lager aufstöbern, könnten wir diese Krise auf der Stelle beenden. Ich bezweifle, dass sich Angral auf dieser Welt aufhält. Aber sein Spionagenetzwerk findet ihr dort sicher. Meister Orgus spürt Größe in euch. Ebenso wie ich. Die Mission gehört euch. Ich komme mit. Meisterin Kiwix hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch zur Seite stehe. Einverstanden. Nehmt Kira mit. Lehrt und beschützt sie, als wäre sie euer eigener Padawan. Das ist eine große Verantwortung. Ich werde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden uns besser kennenlernen. Das wird nett. Ich muss den Hohen Rat über diese Entwicklungen informieren. Eine sichere Reise, junger Jedi. Möge die Macht mit euch sein.
Alles, was ich jemals wollte, war die Republik zu beschützen. Ich war hier stationiert, als das Imperium Coruscant angriff. Ich habe gesehen, wie der Jedi-Tempel zerstört wurde. All die Padawane und Meister, die ihr Leben ließen. Für sie begann ich mit der Waffenforschung. Gute Absichten werden Darth Angral nicht aufhalten. Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch. Euer Astromech-Droide trifft schon die Startvorbereitungen. Auf Ort Mantell herrscht Bürgerkrieg. Niemand darf dort landen. Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich. Viel Glück. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Sachen anziehen. Okay. Gut. Was? Eigelb der Anständige, Eigelb der Erhabene, Eigelb Ritter der Republik. Eigelb der Kompromisslose, Eigelb der Hüter der Wahrheit, Padawan und normal Eigelb der Anständige, aber ich doch nicht. Bleib ich lieber der Kompromisslose. Obwohl Jedi eigentlich Kompromisse machen muss. Oder sollte. Ich bin ja ein dunkler Jedi. Ja, weiß. Weitergereist? Nö, ich sitze hier. Also ich bin nicht mal auf Coruscant, ich bin hier in irgendeiner Raumschlacht. Ich weiß nicht, ob das ein Flashpoint ist oder was du damit meintest mit Flashpoint, aber man kann es irgendwie machen. Was sagen die Leute über mich? Hier spricht Meisterin Satil Shan vom Jedi-Orden in Zusammenarbeit mit dem Noteingriffskorps der Republik. Wenn ihr diese Nachricht empfangt, habt ihr bereits Erfahrung mit extremen Bedrohungen. Eure Hilfe wird unverzüglich im Outer Rim benötigt. Stoßtrupps versammeln sich auf der Carrick-Station. Dort sind weitere Details verfügbar. Sie wollte nicht zu viel über einen offenen Kanal sagen. Muss ein ernster Notfall sein. Thank you.
Missionen voll für 4 Spieler. Meister und Sotishan verlangt deine Anwesenheit bei der republikanischen Flotte, um eine neue Bedrohung für die Republik zu besprechen. Benutzen Sie das Rodo-Terminal auf der Karik-Station, um Meister und Sotishan zu kontaktieren. Das ist die Karik-Station. Ach, hier bin ich schon. Klerikstation. Okay. Die Iselles habe ich schon gemacht. Die habe ich schon gemacht, tatsächlich. Das Holo-Terminal. Wo finde ich das hier? Ach, das ist in meinem Raumschiff oder wie? Etwas in Raumschiff. Das Holo-Terminal. Die Assaults habe ich ja schon gemacht. Warte mal, jetzt bin ich beim Flottentransporter, hä? Da, Flashpoint, die Hammerstation, da lang. Ich habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Hauptleben. Mehrere Dinger, cool. Mandalorianische Räuber, Holo-Terminal Artis, Flashpoint, die Hammerstation. Welches Level ist denn das? Steht nicht da. Hier ist das Notangriffskorps der Republik auf der sicheren Holofrequenz Polaris. Eine Krise im Outer Rim erfordert sofortige Intervention. Die Advosec-Hegemonie hat eine republikanische Kampfstation in ihren Besitz gebracht und benutzt sie zur aggressiven Expansion und der Eroberung ganzer Sternensysteme. Von dieser Gruppe habe ich noch nie gehört. Was haben Sie vor? Sie sind eine fremdenfeindliche politische Gruppierung, die expandieren will. Bisher hielt sich die von ihnen ausgehende Bedrohung in Grenzen. Im letzten Krieg haben republikanische Wissenschaftler eine mobile Kampfstation mit dem Codenamen Hammer entwickelt. Sie bombardierte Planetenoberflächen mit Asteroiden als Waffen. Die Hammer-Station richtete jedoch unkontrollierbar großen Schaden an. Das Projekt wurde aufgegeben und ihr Prototyp sollte zerstört werden.
Wir wissen nicht, wie die Atmosec-Hegemonie nun an die Station gelangt ist. Du bist auch gerade. Um dieses Mysterium können wir uns später kümmern. Viel wichtiger ist, dass diese Station ganze Städte dem Erdboden gleich machen kann. Der Planet Skyne hat sich den Forderungen der Hegemonie widersetzt und sich nicht ergeben. Die Hammerstation hat die Hauptstadt vor Stunden in Asche verwandelt. Ein direkter Angriff durch eine Flotte wäre Selbstmord. Schilde nützen nichts gegen Asteroideneinschläge. Die Station kann große Schiffe mit Leichtigkeit anvisieren und zerstören. Aber eine Angriffsfähre könnte den Asteroiden ausweichen und ein Kommandoteam absetzen, das die Hammerstation von innen zerstört. Wir brauchen nur noch Freiwillige. Dafür wurde ich ausgebildet. Ich werde diese Station zerstören, koste es, was es wolle. Seid vorsichtig. Der Jedi-Orden darf euch nicht verlieren. Die Zerstörung der Station ist euer primäres Ziel. Aber wir müssen auch erfahren, wie die Hegemonie in ihren Besitz kam. Alle Daten, die ihr findet, könnten nützlich sein. Die Hammerstation hat soeben die Umlaufbahn von Saloy Kami erreicht und die Kapitulation des Planeten gefordert. Eure Angriffssphäre ist bereit. Möge die Macht mit euch sein. Also, was wolltest du jetzt? Ich wollte fragen, ob du in der Mission bist oder ob du jetzt im nächsten Planeten bist. Ich gehe jetzt erstmal in eine Flashpoint-Mission. Okay. Ich hab zwar auch einige, ich habe aber immer noch nicht kapiert, wie ich die annehme. Zum Beispiel die Fähre nach Coruscant. Wie willst du das mit annehmen? Du quatschst mit den Personen oder Druiden und folgst dann den Weg. Ja eben, welchen Druiden? Das ist so. Du hast jetzt die Fähre nach Coruscant noch offen. Bei der republikanischen Flotte in der Raumstation bist, gehst du nicht zu deinem Gleiter nach Kurs, sondern da gibt es einen anderen Weg, der freigeschalten ist, wenn du die Flashpoint-Mission annimmst. Das ist nämlich auch eine Mission von Typhon. Damit tust du Typhon komplett abschließen. Weil ich habe die schon gemacht. Das ist dann, glaube ich, die Selz oder so. Du darfst dann wieder schön kämpfen. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Mal gucken, für 4 Personen. Ich denke mal, ich krieg da alleine. Und wenn nicht, wird's abgebrochen. Ich streame genau 4 Stunden, 44 Minuten und nicht ganz 44 Sekunden. Snaps-Zahl. Leertaste zum Fortfahren drücken. Leises Raumschiff gewesen. Ach du Scheiße! Nee. Stufe 70 Droide! Ich bin auf Stufe 70 hochgestuft worden. Ich hab Post. Was? Post bekommen. Oh nee! Kann ich hier wieder raus? Bitte? Scheiße. Komm, den Kampf versuche ich mal. Aber das werde ich never hinkriegen. Alter, Leute. Oha! Erster Druide raus. Zweiter da oben. Dritter
runter dauern. Oha, das ist ja easy. Ja, jetzt mache ich die Mission hier. Reparaturdroide. Zeig mal, was sie kosten. Ja, nichts Interessantes für mich. Du meintest, bei Typhon wäre das irgendwo gewesen. Dann fahr ich da mal hin. Nein, du fliegst von Typhon aus auf die Raumstation. Ja, genau. So, auf der Raumstation gehst du dann in Richtung Transporter nach Coruscant. Dort ist der Flashpoint. Bevor du in den Raum gehst mit dem Gleiter nach Coruscant, hast du davor noch einen, wo du den Flashpoint angenommen hast. Und bei dem rechts davon geht ein Weg ab. Und den gehst du, damit du über eine andere Fähre nach Coruscant kommst. So, ich mache jetzt aber hier ganz kurz eine 5-Minuten-Pause, eine Rochen und dann infiltriere ich mal die Hammerstation.